Handwerker besuchen einsame Frau. Ui. Nee, aber da der eine Vater hat den verboten an, also seinen Töchtern verboten, an den PC zu gehen. Das kenne ich ja Und woher. das war ja so ein bisschen spontan gespielt, teilweise. Und Phil meinte dann, Computer verbieten. Was sehr falsch ist vom englischen grammatikalischen Zusammenhang her. Und das hat erstmal alle zum Lachen gebracht. Computer verbinden. Hä? Forbidden heißt verboten. Ach so. Was? Ich hab verbinden da hat er sich, verstanden. Da hat er sich halt einfach mal das so zusammengesetzt, was ja eigentlich nicht geht. Forget me not. Ne? Genau. Oder eine ganz bescheuerte Geschichte. Die man Deine im Geburt? Übrigen schon. Das auch. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Was auch eine fast schon als schlechter Wortwitz gilt, ist echt eine wahre Geschichte. Irgendwer hat erzählt, dass einer mal so dumm war und auf eine Frage I don't yes geantwortet hat. Ich tu nicht ja? Hä? Weil. I don't yes. Sie, weil sie das I don't know, also mit Wissen, ich weiß es nicht, einfach mal so gedeutet hat, dass das No eigentlich ein No ist, N-O. Und dann dachte sie, wenn sie sagt I don't yes, dann sagt sie, oh, ich weiß die Antwort, wenn du verstehst. Also so extrem schlecht. Und da denkt man sich so, lol, genau what? So, was heißt auf Englisch, ich weiß? Heißt der im Englischen? I know. Christopher, hä? Du kannst kein Englisch, Alter. I white. Hahaha. Oh, dieser. Was muss ich da nochmal machen? Hüpfen? Denkst du dir selber aus oder tust du nur so dämlich oder bist du wirklich so dämlich? Du musst auf die 1 hüpfen, dann wieder runter auf die 4. Hier, dann Würfel wieder auf 3. Die 1. Das ist eine 1. Ja, das ist eine 1, natürlich. Ja, das, wo du als erstes raufhüpfst bei den drei Manschern, ja, das ist, ist eine 1. Eine 3. Das da unter ist am Anfang noch eine 4 und davon ging ich aus. Dann musst du so weit wie möglich halt da oben auf der Plattform Anlauf nehmen und dann mit einem Spin-Jump rüber. Und wieder auf der wahrscheinlich dann nur noch 1 landen. Kann die Platte schon etwas runtergehen oder darf die nicht schon etwas runtergehen hinten? Du musst halt da wieder drauf landen. Nein! Doch. Ich dachte, ich muss in den Abgrund fallen. Fast hätte ich es dir abgekauft. Aber auch nur fast. In einer Parallelwelt. Die existiert. Ja, es kann gut sein, dass eine Parallelwelt existiert. Es kann nicht gut sein, es existiert eine Parallelwelt. Wie erklärst du dir sonst Digimon? Oder Zelda. Nein, Digimon. Und was hältst du von der Zukunftstheorie im Sinne von, glaubst du, man kann in die Zukunft reisen und glaubst du, man kann dann wieder zurückreisen? Glaubst du, es wird irgendwann platte Macaroni geben? Das sind ja Fragen, die mich interessieren. Wenn sich einfach nur eine fette Person draufsetzt. Dessen Name wie jetzt nicht, denn die mit C anfängt. Alter, das hast du jetzt gesagt. Hä? Ich rede von, wie hieß Claudia? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich dachte, du meintest Cordula. Oder meinte ich Clarabella? Mit C. Ich dachte, du meintest Cinderella. Oder Cindy. Cosi. So hieß mein Hex. Nein, ich dachte an eine Person, die mit M anfängt. Mario. Dessen Namen ich nicht. Ja, zum Beispiel. Ah, ja, genau. Darf ich den Typ umbenennen in eine Person, die mit M anfängt und liebend gerne stirbt?
Wehe, du sagst jetzt Mike. Hatte ich nie vor. Nein, natürlich nicht. Ich wollte ihn in MM Mario, also M Mario nennen. Weißt du? Mit einem M nochmal davor. Klingt viel epischer. Genau. Als Mike. Wie kommst du denn darauf? Masochistik Mario? Das hab ich da gesaved. Du bist so hohl. Du bist sowas von hohl. Jupp, das weiß ich, nichts Neues. Nee, weißt du, bei meiner Pause, Geburt. Leute. Ich muss den nächsten Save State nochmal laden und dann bis dahin nochmal spielen. Und dann, wenn ich wieder weggesprungen bin, sind wir wieder da. Bis gleich.